Arches mit Fort. Sie kommen von Svoldreich. Ah. Sind da oben, oder? Ah, lass doch den Ruhe, bist du ein scheiß Speer, Mann. Alter, Bogenschützen, geh doch mal mit. Hier sind hinten auch Türme und alles. Aber wir haben keine Reiter mehr, sehe ich gerade. Ne? Schnappt euch die Schweine. Sehr schön. Nachdem er die Rebellen von Fulford bezwungen hatte, war Wilhelm York einen Schritt näher. Sichern Sie die Versorgung Ihrer Armee. Bin ja schon dabei. Da er wusste, dass er in der Stadt auf starken Widerstand stoßen würde, machte Wilhelm sich daran, seine Kavallerie zu verstärken. Ah. Kavallerie? Kann ich jetzt Kavalleriezeug bauen? Wo ist eigentlich mein... Da ist mein Boy. Ist das ein Marktplatz? Schön mal die Kohle einkassieren. Sind eigentlich noch mehr Zoll von dem Zeug? Da ist auch Stein. Alles braucht doch ewig zum Bauen. Kann ich eigentlich schon ins zweite Ding? Wahrzeichen zu errichten. Achso, ja, so. Abteil der Könige Ratshalle. Im Wahrzeichen werden Bogenschützen plus 100% schneller produziert. Ah, halt. Einheiten. Stelle ich das jetzt hin? Stellen wir da. Und dann können wir ins zweite Zeitalter vorrücken. Dann kann ich auch dann die Kavallerie bauen. Ah ja, da unten steht es ja, zweites Zeitalter. Stall und Schießstand. Kannst du mal mit hacken? Gehst mal oben hinüber. Brauchen wir dann noch ein zweites Hackding da? Ja, euch können wir da eigentlich mitnehmen. Man braucht euch ja hier nicht. Wir müssen eh von da oben kommen. Da schicken wir noch einen mit hin. Da bauen wir noch ein zweites Sohnteil hin. Falls wir Stein brauchen. Stimmt, du kommst noch mit mal Nahrungs machen. Brauche ich Nahrung? Ach scheiße, doch, wir brauchen Nahrung. Da hilft dem mal, der braucht mir zu lange. Da hinten ist noch was. Dänische Plünderer gesichtet. Die normannische Armee bekam es mit einem neuen Feind zu tun, den Dänen. Thank you.
Los, schnappt euch die Schweine. Wilhelms Armee wehrte den Angriff der Dänen ab. Doch die Angreifer drohten wiederzukommen, sofern Wilhelm sie nicht in Gold auszahlt. Haben die ein Lager? Dänenlager, ja, da sind sie doch alle, den rasieren wir einfach ganz ein. Was ist da hinten eigentlich? Wo rennen die hin? Jetzt müssen wir erstmal so Stall. Stall, Schießstand und eine normale Kaserne. Können wir gleich mal machen, wo sie hin müssen. Haben wir das jetzt hier ausradiert? Tributfenster. 100 bloß? Schick sind denn Gold, 100 von 800 oder zerstören sie das dänische Lager? Alter, das zerstören wir natürlich. Jetzt gehen wir erstmal zum dänischen Lager. Weil das hat mal hier gar nichts zu suchen. Kummern dahin. Hä? Ich hab die dämlichen Penner ausgezahlt, oder? Kleiner Arschgeigen. Ja, geh mal daher. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Vorhut, Waffenknecht. Langsam. Und es ist nur einiges, was wir da haben. Die Normannen hatten die Quelle der dänischen Bedrohung ausgemacht, einen Außenposten auf dem Wasser. Wilhelm stand vor einer Entscheidung. Er konnte das Lager umgehen, es zerstören oder den Dänen das geforderte Gold ausgeben. Alter, den reißen wir natürlich den Arsch auf, Mann. Kannst du mir hier nicht blöd kommen und dann plötzlich meinen, du kannst dir machen, was du willst? So, was hat man da noch? Schmiede, bitte Technologie. Keine, ich stelle mir einfach mal daher. Ich weiß natürlich, ob die nicht angreifen oder so. Hä? Palisade fertig, um die Stadt zu schützen. Ah. Was können wir noch machen? Rennen Nahkampfstand alleine mit Ausnahme von Belagerungseinheiten um 1. Alter, hau rein. Brauche ich gar nicht rumtun. Wir können im Feld Belagerungsdingen. Da auch mit hin. 5. 5. Die kann ich hier upgraden, ne? Aufwertung zu früh. Frühen Einheiten von uns. Hier auch irgendwas? Nee. Ach,
Ja, sehr schön. Wir brauchen aber mehr Waffenknechte, ne? Wo sind unsere Fuzzis hin? Also da. Nochmal 3 Stück und bauen dann noch eine Kaserne. Alter, den treten wir jetzt einfach in den Arsch, Mann. Los, alles mit. Als ob ich denen irgendwas zahlen würde. Das Getrampel hört sich schon geil an. Gehen wir auch belagern, zu Türmen. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Eigentlich locker schaffen. Ja, dem Lager zeigen wir's, Alter. Sie mich halt angreifen, die Schweine, weil ich ein viel größeres Ding habe. Indem Wilhelm den dänischen Außenposten zerstörte, nahm er den Rebellen einen wichtigen Verbündeten. Spiel wird gespeichert. Ah, jetzt haben wir das zweite Ding auch gebaut, dann können wir das abgreifen. 5000 noch. Wilhelms endgültiges Ziel war zum Greifen nah. Er musste nur noch in York einmarschieren und den Bergfried der Stadt zerstören. Wir brauchen mehr Nahrung. Gut, ich habe jetzt auch ziemlich rausgehauen, ne? Das Ding soll ich besser, oder was heißt hier, abbauen? Gold haben wir eigentlich genug, Stein haben wir auch einiges. Palisadentor. So. Wir können eigentlich da unten weitermachen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kommen wir rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir noch eins und kommt das Ding mit Nahrung. Das Holzding läuft hier eigentlich auch relativ gut. Wir eigentlich ins nächste Zeitalter auch. Achso, ja, wir sollten mal. Damit die sich aufheilen. Ah, ja, hier. Gut ist, die Umgebung größer ist. Damit ich da genug außenrum stellen kann. Schön hochheilen. Alter, was ist da alles? Stadttor. Achso, da ist der Bergfried da hinten auch, ja. Boah, wie lange dauert denn das? Ne, okay, das geht eigentlich. Wie viele Speerkämpfer haben wir eigentlich? Reiter 37. Bogenschützen 48. Speerkämpfer nur noch 15. Okay, wenn wir die durch haben, brauchen wir Speerkämpfer. Aber wir brauchen erstmal unsere Nahrung. Unsere Schäfchen.
Wir bauen noch, ja. Alles. Warte mal, ich habe zwei, die wohl nichts machen. Oh, da ist ja noch eine. Gehen wir zum Holzfällen. Holz haben wir eigentlich auch genug. Und der baut hier. Geh mal daher, mach mal dazu. Hä? Achso, ich hab nur gedrückt. Also. Hä? Die töten meine Schafe! Oh nein, die töten mein Speer! Okay, die haben mein Speer getötet. Kein Schweinepriester, während ich mich gerade heil. Ja, sehr gut. Okay, das reicht jetzt. Das gehen wir überhaupt nicht. Warte mal, das brennt ab. Nein, nicht abbrennen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich kann ich es irgendwie reparieren. Wo ist eigentlich der... warum zur Hölle bist du da eigentlich drin? Da ist noch einer. Labour? Und das war der letzte, sehr schön. Gott recht mich das jetzt auf, dass die mir da so auf den Sack gehen. Wollen wir noch? Sollten wir noch ein paar Reiter dazu machen? 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt machen wir einfach so. Packen wir alles, was wir haben, und dann geht's hier rund. Wir werden angegriffen. Fackellauf, Alter. Das ist auch ziemlich unfair, was wir gerade machen. So, stellt euch mal hier auf, ich muss mal hier kurz was gucken. Kann ich die Bevölkerung noch erhöhen? Das ist 200 Grad Maximum. Wenn wir nämlich gleich sehen. Brauche ich Steine eigentlich für irgendwas? Das wäre ich keine Belagerungsgerät jetzt bauen, kann das sein? Bevölkerungskapazität erreicht, ja. Nee. Ich kann auch nicht mehr bauen, scheiße. Egal. Komm mal, jetzt geht's hier rum. Sammeln uns erst hier und Ätzer. Die normannische Armee strömte in die Stadt York und begann sie zu plündern, während sie sich auf den Bergweg stürzten. Alter, wie konnten die einander oben mit dem paar Leuchten?
Alter, geh doch nicht da drauf! Warum bist denn du da? Könnt ihr euch mal um den da oben kümmern, dann nervt. So. Und die kommen von der anderen Seite, ne? Oh shit. Gut, dass wir die Schwertkämpfer haben, Alter. Die hauen die Schwertkämpfer locker weg. So, Attacke. Ja, gute Bergflieg ist eben Arsch. Erobern sie York zurück. Boom. Den ausgegeben. Aber ich dachte schon, ich verliere, ey. Die Festung fiel an die normannische Armee und York war gesichert. Die Rebellion im Norden war vorüber und Wilhelm der Eroberer, der unangefochtene König von England. Sieg! Sieg! Die Armbrust. Doomsday Book. Wilhelm hatte sich England mit dem Schwert genommen und ersetzte die angelsächsischen Barone ohne Gnade durch loyale nordmannische Adlige. Im Herring of the North ermordete er Tausende. Doch seine Herrschaft zementierte er mit einer Volkszählung. 1085 schickte Wilhelm Beamte aus, um die Landrechte aller in seinem Königreich aufzuzeichnen. Es hieß, die Befragung sei so gründlich verlaufen, als hätte Gott den Zustand der Welt zum jüngsten Gericht festgehalten. Das Doomsday Book wurde für die nächsten 8 Jahrhunderte zur Grundlage von Gerichtsurteilen im Landrecht. Wilhelms Erben würden sich zwar um den Thron streiten, aber das Doomsday Book sicherte seiner Dynastie die Vorherrschaft. Okay. Eine Waffe dominierte die Normannenzeit mehr als alle anderen. Die Armbrust. Die Armbrüste des 14. Jahrhunderts waren der Höhepunkt einer jahrhundertelangen Entwicklung. Ihre stählernen Bögen verhalfen ihnen zu einer gewaltigen Durchschlagskraft. Doch frühere normannische Armbrüste hatten Bögen aus Holz. Alter, warum hakt das? Komisch. Das ist halt eigenartig. Ich meine, so funktioniert's doch. Ich kann jetzt einfach rausgehen, ne? Ja. Bisschen Start. Ach, da kann ich schon. Da, da und dann weiter. Kunst des Krieges. Okay. Start. Wo kann ich denn da die Videos anschauen, wenn ich Bock habe? Lernen. Engländer. Ach so, da ist das Zeug dann. Bergfried, Kloster, Universität. Nein, mir ging es jetzt nicht weniger um das Lernen, sondern eher um... Mehrspieler, Kampagne, Gruppe... Verbunden. Verhaltenkodex für Age of Empires, mehr erfahren. Ach so, das ist das Zeug. Ey, es macht auf jeden Fall Laune. Mir macht es Spaß. Wie es natürlich mit dem Zuschauen ist, ist wieder was anderes. Sehen Sie mir ausgewählte Videos. Neu bei Age. Oder kann ich die in der Kampagne anschauen? Ach,
da kann ich die anschauen. Jetzt schauen wir nochmal kurz rein. Ich würde gerne wissen, ob das nur Ruck ist. Eine Waffe dominierte die Normannenzeit mehr als alle anderen. Die Armbrust. Ja, die Armbrust hat eine riesen Durchschlagskraft, ne? Und gerade mit Rüstung. Wahrscheinlich hat's geladen oder so. Waren der Höhepunkt einer jahrhundertelangen Entwicklung. Ihre stählernen Bögen verhalfen ihnen zu einer gewaltigen Durchschlagskraft. Bob, ich hab dir doch gesagt, du sollst auf Zivilisten schießen. Hatten Bögen aus Holz. There was a limit to how powerful these wooden bows could be. Tatsächlich waren die normannischen Armbrüste entgegen aller Berichte keine so mächtige Waffe. Sie waren jedoch effektiv auf mittlere Distanz. Und im Kampf reichte das aus. Den Bogen wieder und wieder zu spannen erforderte große Stärke. Zum Glück gab es dazu Hilfen. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. Damit konnte der Schütze Rücken und Beine einsetzen, um die Sehne zu spannen. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Armbrüste schossen präzise, benötigten weniger Übung und verwendeten günstigere Munition als der Langbogen. Vor allem aber konnte man den Schuss beliebig hinauszögern, was sie perfekt für Belagerungssituationen machte. Armbrustschützen nutzten bei der Verteidigung von Burgen eigens gebaute hölzerne Galerien als Deckung, sogenannte Wehrgänge. Doch nach unten auf herannahende Feinde zu schießen, brachte seine eigenen Probleme mit sich. Wie verhinderte man, dass der Bolzen vor dem Schuss aus der Armbrust fiel? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Um 1200 wurde die normannische Holzarmbrust von einer neuen Entwicklung abgelöst, dem Kompositbogen. Dank Wurfarmen aus Horn und Sehnen konnten sie im Vergleich zu hölzernen Bögen kompakter gebaut werden. Und sie konnten die bis zu vierfache Schusskraft entfalten. Allerdings waren sie auch teurer. Also blieben sowohl auf dem Schlachtfeld als auch auf den Zinnen einfache Holzarmbrüste die Hauptwaffe. Ja, ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt so in einem Video zeigen darf, ohne dass die mir das wegclaimen. Weil ich meine, das ist halt voll das Soko-Zeug, ne? Finde ich geil. Also ich finde es cool, du hast so das Strategieanteil, du hast so vorher das Video, was so zeigt, ein bisschen, wo alles entlang gegangen ist, wo sie hier hin sind in der Kampagne. Dann spielst du die Kampagne und danach hast du noch ein Video, was du anschauen kannst. Das ist schon cool. Und das mit dem Burgenbau, da gibt es glaube ich auch ein Video dazu, das könnte man sich vielleicht anders mal ansehen. Auch diese anderen Sachen, wo noch was mit dazu erzählen, das ist schon sehr geil. Jetzt kann ich auch den 100-jährigen Krieg spielen, wenn ich... Och, ich kann alles spielen, wenn ich will. 100-jähriger Krieg, Mongolische Reich, Aufstieg in Moskau aus. Ja gut, dann bedanke ich mich an der Stelle jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Und macht schon gerade Laune, macht schon gerade Laune. Ich weiß nicht, wie oft es kommt, wird es regelmäßig kommen, wird es alle zwei Tage kommen, unregelmäßig, keine Ahnung. Also die zwei Videos werden jetzt wahrscheinlich dann nacheinander erstmal kommen, weil momentan habe ich ja wenig Platz. Tales of Arise ist ja weg. Oder fertig. Schauen wir mal. Also ich verspreche mal nichts. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.